Am Dienstag jährt sich ja die Felssturz-Tragödie von Stein an der Traun. Wie haben die Bürgerinnen und Bürger das Unglück denn verarbeitet? Wird noch viel darüber gesprochen? Also mittlerweile ist dieses Unglück mit Sicherheit gut verarbeitet worden. Aber es ist richtig, es war für viele Wochen, ja sogar für Monate, das Tagesgespräch Nummer eins, weil man einfach mit so einem Naturereignis, mit so einer Naturkatastrophe niemals gerechnet hat. Und ich meine, das hat die Menschen schon für gewisse Zeit auch gezeichnet. Welche Informationen haben Sie denn, wie es der Familie, speziell den beiden Hinterbliebenen, geht? Ich hatte den letzten Kontakt, das war im letzten Jahr im Juli. Da waren beide bei mir, sie haben mir berichtet, wie es ihnen geht. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie auf dem Weg der Besserung waren, zumindest körperlich, wie es natürlich da in der Psyche aussieht, weiß man nicht. Sind Sie jetzt aktuell noch mit der Familie in Kontakt? Nein, das nicht mehr. Ich habe damals angeboten, wenn es irgendwie was gibt, wo ich nochmal helfen kann, dann soll sie sich bitte melden. Das ist nicht geschehen und darum gehe ich davon aus, dass sie also das Leben mittlerweile auch wieder sehr gut selber bewältigen werden können. Jetzt wird ja aktuell auch von der Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Firma, die dafür die Absicherung zuständig war, der Felsblöcke. Wie wichtig ist es denn für die Menschen, dass das Thema dann grundsätzlich mal abgeschlossen wird und dass sie das hinter sich lassen können? Also ich meine, zunächst mal ist der Jahrestag schon mal wieder Thema, dass man das Ganze nochmal diskutiert und das wird wieder in Erinnerung gerufen. Ich meine, also gegen Naturkatastrophen ist man nie gefeit und man kann auch nicht alles so hundertprozentig schützen. Was die Staatsanwaltschaft hier also festgestellt hat, das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen und wie das weitergeht, das kann ich nicht sagen.